Das Team der Grizzlies Wolfsburg startete am Freitag in einen etwas anderen Trainingstag. Auf dem Programm stand der Besuch bei Hauptsponsor Volkswagen. Das ist ja das Besondere. Heute besuchen sie ja nicht so nur das Werk, sondern die Grizzlies werden in der Linie mitarbeiten. Im Anschluss ging es in 5 Gruppen aufgeteilt ran ans Band, wo die Spieler nicht nur zugucken, sondern auch mit anpacken durften. Wer hart arbeitet, braucht Energie. In der Oase, der wohl bekanntesten Kantine im Werk Wolfsburg, stärkten sich die Profisportler. Bei der anschließenden Werktour staunten sie nicht schlecht über die faszinierenden Maschinen, die Logistik und Effizienz. Heute waren wir so ganz nah dran. Das ist ja auch unser Slogan eigentlich bei den Grizzlies, ganz nah dran. In der neuen Lackiererei, die umgerechnet 200 Eishockeyfelder groß ist, faszinierte auch die Grizzlies, wie präzise und in Windeseile 25 Kilo Lack auf jede Karosserie aufgetragen werden. Ja, war sehr beeindruckend, aber was für eine Routine dann die Leute da stehen, wie das da Hand in Hand geht, hat schon Spaß gemacht, das zu sehen. Im Anschluss ging es für das Team zurück in die Eisarena Wolfsburg, wo am Nachmittag noch eine Trainingseinheit stattfand. Ich glaube, die Verbindung zwischen VW und den Grizzlies ist natürlich sehr wichtig, aber es ist auch wichtig, dass die Jungs verstehen, genau was VW bedeutet hier in Wolfsburg. Ein spannender Tag für die DEL-Profis. Und die Volkswagen-MitarbeiterInnen können sich nun auf das erste Heimspiel am 15. September um 19.30 Uhr gegen die Augsburger Panther freuen, wo ihre Grizzlies auf dem Eis alles geben werden.